und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Mr. Six aus dem SCS Forum hat seinen Volvo FMX als Megamod wieder geupdatet, diesmal in der Version 1.7. Was alles mit dabei ist, müssen wir uns natürlich angucken. Wir lassen das jetzt hier gleich mal so und gucken mal. Ich habe da hier jetzt ganz neu einen Dumper mit Kranaufbau. Das sieht dann so aus. Ist jetzt auch neu. Hier ist so viel neues Zeug wieder dabei. Der haut hier ein Ding nach dem anderen raus. Wahnsinn. So, da habt ihr natürlich dann dementsprechend Frachten hier mit dazu, Sand und hast nicht gesehen. Sieht auf alle Fälle so aus, ne? Mit Kran. Da wollte ich immer schon mal rauf auf den Kran. So, das mal dazu. Dann machen wir das hier mal hier, ne? Ist klar, das ist hier diese Standardvariante mit Sand und Uben und mit Kran. Natürlich dann auch hier mit dem jeweiligen Füllmaterial. Dann habt ihr hier die ganzen anderen Sachen, das. Aber das habe ich schon gezeigt, ne? Dann, Moment, gehen wir wieder hier. Dann haben wir diesen Black Cover. Da müsst ihr dann hier das Richtige für diesen Black Dumper nutzen. Oder dann hier für Black. Das, ne? Das sieht dann so aus. Oder, in dem Fall dann, Moment. Ne, Dumper mit Kran. Dann Dumper mit, Moment. So viel Zeug hier, da flippe ich aus. Also das war der hier, ne? Oder dann den mit dem roten. Das wäre dann der hier. Und den gibt es dann natürlich auch mit Plane. Genau, mit Plane. Richtig. Dann gehen wir weiter hier. Genau, da ist er auch ohne Plane, richtig. Und da müsst ihr hier natürlich für Red aussuchen, ne? Für die Red Dumper Variante. Und da gibt es dann auch die ganzen Füllmaterialien hier, ne? So, dann geht's weiter mit, wo sind wir hier? Den normalen Dumper, klar, kennen wir. Dann den Liebherr-Zement-Pixer. Du, Punkt, Punkt. Genau, dann Zistern. Zistern ist jetzt neu. Sieht auch ganz cool aus. Hier mit Slots. Da könnt ihr dann, oh, falsch, natürlich müsst ihr dann hier irgendwelche Lampen anbauen. Oder. Weiß ich noch nicht genau, was das hier ist. Aber ihr habt da Slots mit dabei. Für was die genau da sind, weiß ich noch nicht genau. Einen Hänger gibt es dazu, aber nicht, kann ich euch jetzt schon mal vorab sagen. Ne? Gibt es keinen Hänger dafür. Genau, dann den Zementmixer. Zementmixer und zwei. Dann der Dreier und dann den Schneegedöns hier, wo dann in der Mitte noch hier, wo war er denn? Wer es nicht kennt, habt ihr dann hier natürlich den Schneepflug, ne? Einmal hoch und einmal runter gesenkt. Dann die Slots für die Rundumleuchten hier, da könnt ihr Rundumleuchten anbauen. Hier und hinten dann ganz, Moment, wo ist es? Falls es jemand nicht kennt. Ne, hier. Dann hinten auch noch hier die Slots dazu, ne? Da müsst ihr dann hier Rundumleuchten drauf bauen und hier Rundumleuchten und dann funkelt das hier alles überall, ne? Genau, das nochmal so zu dem Aufbau hier. Also, dann glaube ich, sind wir hier so weit durch, oder? Sind wir durch? Nee. Dann haben wir die 8x4, das ist auch neu. Oh, jetzt müssen wir vorne aber, Moment. Das müssen wir wieder wegmachen, das macht nämlich jetzt hier keinen Sinn. Tschack. So, jetzt. Dann haben wir hier den Aufbau mit dem Kran. Da habt ihr hier Fässer, Steine, Ladungssicherung ist gegeben. Gut, passt. Zement. Da müssen wir nochmal nachbessern. Ladungssicherung ist hier nicht gegeben. Dann haben wir hier so Stahlträger und ja, so Rohre. Ja. Das jetzt hier auch nochmal, auch mit dem Kranaufbau. Dann geht es weiter mit dem 8x4x2, mit dem Kipper hier. Das wurde jetzt endlich geändert. Hat man ja vorher immer das Problem, dass man hier nur die Metallic, die Nicht-Metallic-Farben nehmen mussten. Ist jetzt hier aber abgeändert. Das ist doch schön zu hören. So, dann das ist mal neu hier, das 8x4 Crate HDS. Das ist auch neu. Ne? Genau, hier wieder dann die jeweiligen Sachen. Im Prinzip ist es da gleich wie vorher, nur dass der Kran vorne ist und nicht hinten. Und dann natürlich noch die Pumpe, die Liebherr-Pumpe. So, was man damit machen kann, keine Ahnung, planlos durch die Gegend schüsseln und sich vielleicht einen abfreuen darüber. Genau, mehr ist es hier nicht. Also müsst ihr dann selber entscheiden, aber die Idee ist schon mal cool. Ich lasse jetzt mal das. Hol mir jetzt noch hier einfach so Träger oder irgendwie so ein Gedöns hier. So, dann passt es schon so. Das nochmal zu den ganzen Aufbauten, ne? hier die Leiter war klar, ne? Dann hinten Schmutzfänger animiert, klar, Trailerkabel. Es gibt, wie schon gesagt, noch keinen passenden Trailer dazu. Müssen wir vielleicht noch abwarten, vielleicht kommt da irgendwann mal was. Weiß ich nicht, aber mal gucken. Dann hier mal, ach ja, das sind ja die ganzen Rundumleuchten. Die habe ich jetzt mir wieder nicht, habe ich vergessen wieder. Findet ihr, auch im SCS-Forum hat das alles verlinkt. Da könnt ihr dann die passenden Lampen euch rausholen. Hat das verlinkt? Ich gucke gerade. Moment, ich gucke gerade hier auf meinem Schlepplet. Nee, hat er nicht mal verlinkt. Hat das mal verlinkt gehabt.
Wo ihr die ganzen. Ach doch, doch, Entschuldigung. Ist alles verlinkt im SDS-Forum. Dann könnt ihr hier die ganzen Rundumleuchten nutzen. Hier gibt es nämlich einen Haufen. Ne? So, Licht aus. Das blendet. So, dann hier Smoke. Dann Slots für Hörnchen. Dann hier nochmal Rundumleuchten von vorne. Wenn man möchte. Oh, kommt man gar nicht richtig hin hier, ne? Hier nochmal Lichtslots. Hier nochmal die Roof-Dingsbums hier mit Stock. Machen wir die Stockdinger hier, wenn sie schon dabei sind. Und. Also hier ist alles wieder mit am Start. Oh, das ist im Interieur. Ach, guck mal hier, Mr. Trump Truck. Das ist doch nett. Oh, schön, das freut mich. Hier einmal polnische Flagge und hier. Oh, das ist doch sehr süß. Das gucken wir uns ja gleich mal an hier. Oh, das ist very great. Schön. Die Datei ist offen, könnt ihr euch natürlich hier umskinnen, da könnt ihr was weiß ich was hinmachen. Aber cool, coole Idee. Nicht schlecht. Also, Template in dem Fall ist ja mit dabei, da könnt ihr euch das hier natürlich umskinnen. Ihr müsst jetzt hier nicht mit meiner Visage hier rumschüsseln, ne? Müsst ihr natürlich nicht. So, dann hier die ganzen Aufkleber. Hier habt ihr noch ein bisschen was. Blaue Platte, dann müsst ihr vorher bitte euren Namen reinschreiben, nämlich Wurst. Ja? Dann sieht es so aus. Oder ihr macht es hier mit weißen LEDs oder mit roten. Und dann sieht es natürlich hier dann rot aus. Ne? Oder yellow. Und dann, oder hier pink für girls. Oder. Müsst ihr dann selber entscheiden. Ne? Gibt's aber. Oder ihr nehmt halt die anderen Sachen. So, dann die Slots. Die gab es letztes Mal schon hier. Aber die brauchen. Oh, nee, das sieht nicht gut aus. Nee, auch nicht. Scania. Auch nicht. Wo ist das Mädchen? Wo ist die Girl? Und dann hier vielleicht nochmal so, keine Ahnung, Löwe. Ist egal, könnt ihr hier machen. Dann gibt es hier Kennzeichen. Hörnchen 1, 2. Oder hier vom Pferd so ein Hufeisen. So, tschack. Dann gibt es hier noch Platten, die hier. Aber die lassen wir jetzt mal weg in dem Fall. Dann Country Slots lassen wir auch weg. Dann gibt es hier den Samurai. Da könnt ihr hier irgendwelche Lampen noch drauf. Pflastern, was ihr wollt, wie ihr wollt. Das ist eigentlich wurscht. Ich nehme jetzt mal die Heller Volvo. Wenn sie hier schon mit dabei sind, dann wollen wir sie auch. Oh, das war nichts. Ein Satz mit X. Tschack. Wo sind wir? Da sind sie doch. Bam. So, dann geht's weiter. Heller Hammer. Dann geht's weiter mit hier. Schilder hier noch. Da könnt ihr dann hier. Ich glaube, hier irgendwo ein Schilder dabei gewesen. Ne? Ja, genau. Hier Heavy Duty Schild dazu machen. Dann die Lichtbar. Ich zeige euch die mal, die sieht dann so aus, einmal so oder in Farbenbunt. Die könnt ihr dann machen. Ich mache jetzt die wieder hier. Dann hier Schneepflug habe ich gezeigt, brauchen wir nicht. Dann LEDs in Gelb, Weiß oder Blau. Genau, das nochmal zu dem. Was jetzt hier aber fehlt, sind der Slot für die Schmutzlappen. Der ist nicht mehr dabei. Schade, egal. So, dann hier noch Car Crash, das ist dann hinten hier. Arbeiter hier an der Seite, ich habe es schon mal gezeigt. Die stehen hier rum und machen nichts. Die stehen einfach nur so just for fun. Oh, hier. Miet. Genau, das nochmal zu dem. Dass das hier auch mit dabei ist. Dann haben wir hier noch die Fensterflaggen hier. Brauchen wir nicht. Die Windcovers und Spiegel. So, das ist jetzt nochmal alles zum Außenprojekt hier. Dass ihr wisst, was alles mit dabei ist. So, im Interieur. Oh, Außenspiegel vergessen. Tschack. Gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viel. Das sind die Rundumleuchten von draußen. Lass mal weg. Gibt es wieder die Sticker. Miets, miets. Dann haben wir hier noch das Ganze. Ach, ich vergesse es immer wieder mal hier, das reinzupacken. Sizzles und JJ's Interieur Add-on könnt ihr hier nutzen. Klar, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Dann haben wir noch. Dann das hier, der Lüfterfrischer. Dann normale Kabinen-DLC. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Macht auch keinen Sinn. Dann hier die Euro-Klassen. Dann haben wir hier noch Dash. Da könnt ihr eine Tasse. Oh ne, Duff ist jetzt falsch. Hier noch die. Na, das Infoboard, wer es nicht kennt. GPS-Screen. Hier drin auch noch so Zeug. Also wie schon gesagt, nutzt JJ's Interieur-Addon oder Schüssel-Schüssel-Wissels. Dann könnt ihr hier einen Haufen Zeug reinstellen. So, hier dann auch noch Navi. Lenkrad, klar, brauche ich nicht erklären. Dann hier noch. Keine Ahnung, gibt es hier noch. Chuck und dann. Weiß ich nicht, auch noch auf dem Zeug. So, hier hinten der Schal nochmal. Hier gibt es das Interieurlicht in Rot in dem Fall. Ne? Und dann glaube ich, ach stopp, hier oben noch. Chuck, Radio. Radio 2, 3, 4, 5 gibt es eine ganze Menge. Die könnt ihr dann hier auch noch nutzen. So, starten wir mal den Diesel vom Volvo.
Sieht natürlich alles sehr, sehr schick aus hier, gefällt mir. Reifen und Felgen sind übrigens auch mit dabei, das vielleicht nochmal zu erwähnen. Und sieht eigentlich ganz cool aus. Hier kann man wirklich sehr, sehr viel machen an diesem LKW. Also Megamod, deshalb passt. Schmutzlappen, wie schon gesagt, ist animiert, ne? Und sieht soweit ganz gut aus. So, Lichttest, Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Auch hinten sitzt, wackelt, hat Luft. Rundumleuchten. Alter, das leuchtet aber hier herrlich. Und im Interieur habt ihr dann dieses Interieurlicht in Rot oder auch normales Licht auch noch mit dabei, wenn ihr die Taste O drückt. So, nochmal ganz kurz zu die Trailer. Einmal hier dieser Kombi-Trailer. Ja. Der sieht dann so aus. Ist nichts irgendwie dabei. Der ist halt wie er ist. Ne? Brauche ich, glaube ich, nichts erwähnen dazu. Und dann nochmal hier unser Kipper. Ausführung ändern, dass es hier auch nochmal sieht. Meiler-Kipper mit doppelten Rückleuchten. Kann man auch nichts ändern. Der ist auch wie er ist. Ich hoffe mal, dass irgendwann noch ein dritter dazu kommt. Wäre natürlich nicht schlecht, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Genau. Jetzt aber raus hier. Bestätigen. Ups. Kann passieren. Egal. Nicht so schlimm. Also, jetzt kommen wir nochmal zum Fazit zu diesem kompletten Volvo FMX Megamod in der Version 1.7. Eieiei, was für eine Kurve. Alter. Also, hier sind wieder viele Neuerungen dabei, viele Fehlerbehebungen. Wir haben neue Rundumleuchten mit dabei, neue Slots. Ihr habt die Winter-Schneepflug-Ding war ja von Anfang an schon mit dabei. Das finde ich ganz cool. Wir haben... was haben wir noch alles mit dabei? Zisternen, ne? Schimmert zwar ein bisschen, aber egal. Dann korrekt von diesen Kelser Lightbars. Dieses wurde auch noch ein bisschen gefixt, hat irgendwie was nicht ganz gepasst. Dann hat er die ganzen Rundumleuchten sind hier mit dabei, beziehungsweise die Definition müsst ihr euch dann bloß runterladen. Das vom Big T findet ihr alles im SDS-Forum. Ladet euch das runter und dann kriegt ihr dort natürlich die ganzen Rundumleuchten noch. Ne? Also sind wirklich ein Haufen. Ich habe schon mal vorgestellt, aber das alles nochmal durchzukauen macht, glaube ich, keinen Sinn. Ne? Das wisst ihr selber. Das ist einfach so viel. Und das jedes Mal das gleiche durchzukauen macht wirklich keinen Sinn. Deshalb hier mal so grob nochmal alles, was neu ist. Aber sieht schon echt mega aus. So, habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr es gerne machen. Entweder hier oder im SDS-Forum. Ansonsten lasst einen Daumen da. Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Volvo FMX in der Version 1.7. Mit meinem coolen Schal hier hinten. Sau stark. Also Template dabei, könnt auch rumskinnen, klar. Könnt ihr eure Mama hinmachen oder was weiß ich was. Oder eure Freundin. Na, nackt natürlich. Eure Mutter natürlich auch nackt, wer es möchte. Und dann wünsche ich viel Spaß damit. Ne? In diesem Sinn, bleibt alle gesund. Danke an alle, die draußen das Leben noch aufrechterhalten. Und in diesem Sinn wie immer, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.